Oh Mann. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut das schmeckt. Nach dem ganzen Scheiß Fertigfraß schmeckt das nur himmlisch. Du könntest dir doch einen Mod holen, der alles gut schmecken lässt. Kann man sich nicht schon selber modden, ne? Die Zukunft ist wunderbar. Herzlich willkommen zurück. Call of Duty Black Ops 3. Alles gesagt. Die üblichen Idioten sind mit dabei. Das ist ja sowieso klar. Okay, dann auf ans Werk. Das sieht man ja auch gleich, wer dabei ist. In diesem gesetzlosen Sumpf können wir richtig gehen froh sein über unser ach so wichtiges Mandat. Wenn der mit voller Kraft hier ankommt, haben wir es mit einem waschechten Orkan zu tun. Hier, nimm. Nicht, dass du noch weggeweht wirst. Und billig aus. Kane, billig aus. Wir stören die Kommunikationssysteme der 54 Immortals. Verstanden, Hendrix. Ihr müsst leider unterwegs einen kleinen Zwischenstopp machen. Die Immortals sind schon in der Geheimstation. Sie machen eine Ladung an den Docks Transport fertig. Wieso greifen die Immortals ein Elendsverbrechen an? Da muss was sein, das sie haben wollen. Wenn sensible Daten in die Hände der CDP fallen, könnte das dem Winslow-Abkommen immens schaden. Wir warten auf ihn. Aktivität voraus. Bleib unten. Die Immortals handeln sehr profitabel mit Menschenfleisch. Sie verkaufen Menschen für jeden erdenklichen Zweck. Deshalb der Angriff auf das Elendsviertel. Was legen Sie ihm da an? Mit dem Halsband können Sie nicht weglaufen. Wow, wow, Hendrix. Nicht die Mission. Hier können wir nichts tun. Töten wir den Mistkerl doch! Lecker. Okay, er hat's definitiv verdient. Wir müssen in Deckung gehen! Los! Achtung! Ein Kampfwagen kommt! Nein. Ein Raketenwerfer! Wisst ihr was? Jetzt ist Schluss mit lustig, Leute. Granaten nützen da nichts! Ausschalten! Alles klar! Nimm den Fahrwerfer! Granaten nützen die nicht. Ausgestattet, Mann. Ja, er hat mich im Visier. Komm, mach den Mistkerl platt! Lauf! Verdammt! Nein! Wow, Mädels! Alter, mega gut ausgestattet. Ja, ist er. Okay, Patrick, hoch mit dir. Kann ich den jetzt killen? Du kannst ihn schon killen, du musst nur lang genug draufhalten. Das sind nochmal schöne letzte Worte, ne? Oh, Leute, ich glaube, es ist nichts mehr übrig, worauf sich zu schießen lohnt. Setze den Bolzentreiber ein! Der Supersturm wird immer verheerender! Je höher wir kommen! Platziere gleich den Bolzentreiber! Und halt dich gut fest! Drei, zwei... Bolzentreiber! Ja, die weiß ich. Bolzentreiber, jetzt! Vorsicht, Metall. Dong. Was? Festhalten! Nein! Hui! Und weg ist er. Benutze den Bolzentreiber! Ja, natürlich. Fall halt runter. Grünes Licht!
Nein, ich werde wieder. Oh. Manchmal funktioniert es doch einfach nicht richtig. Du wirst trotz allem weggedrückt. Ja, muss der Trigger treffen. Nein, 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 nein. Der Sturm wird nur noch stärker. Aber Patrick, scheiß drauf. Kane, wir gehen rein. Hendrix, Position halten. Die Wellen sind ein Problem. Halt den Bolzentreiber bereit. Ist ja wunderschönes Wetter hier, ne? So richtig, ja, traumhaft. So richtiges Badewetter. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Die Wellen standen, Hendrix. Wir wollten Cyber. Fuck. Oh, jetzt wird. Kommt da oben runter. Putz! Okay. Ja, okay. Das Geile ist, die Welle rutscht an mir vorbei und dann kommt die Warnung. Ja, ist irgendwie manchmal ganz komisch. Oh, 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 ich hab hier gute Probleme. Leute, kommt mal zurück. Zurück, warum das? Ich hab hier was. Hier rüber. Also dümmer können sie es ja nicht verstecken, oder? Warum guckst du danach? Ach, hier richtig. Das geht nicht mehr zurück. Vorwärts. Der Sturm wird schlimmer. Das Operationsgebiet ist bald nicht mehr passierbar. Munition. Jetzt nochmal Taktikmodus. 3. 1. Oder 1, ja, je nachdem, was du haben willst. Du kannst auch einfach 4 drücken und, Wow. Mit dem Ding kann man richtig schön aufrollen. Ich drück immer 2 für meine Sekundärwaffe. Aber das funktioniert ja gar nicht mehr. Aufgehoben. Kane, wir haben die Fracht erreicht. Was jetzt? Du musst dich verbinden. Ich benutze dein DNI zum Extrahieren und Löschen der Daten. So was geht? Dein DNI nutzt unsere zentrale Datenbank. Alles wird erfasst und verfolgt. Immer noch in der Simulation? Nein. Nein. Maler weiße Roboterarme, oder? Ja, irgendwie hast du keine. Das ist komisch. Dann mach ich halt, wenn sonst keiner will. Vielleicht liegt's an dem, Dateien gesichert und zensiert. Der Sturm wird schlimmer. Ihr werdet, der Tanker scheint sich von Wellenbrecher zu lösen. Bin seid ihr viel zu leise. Danke, Kane. Ich nehme das obere Deck, du das untere. Hast du noch die Einstellung drin, hast die Toneinstellungen? Moment mal, noch kein Vorstoß, bitte. So sieht das Hauptmenü aus. Eine Sekunde, Leute. So, dich noch ein bisschen lauter. So, jetzt sollte es hoffentlich funktionieren. Werden wir sehen. Ja, viel besser. Mach dich bereit für den Vorstoß. Bin bereit. Dann musst du auch. Oh, ich hab Hendrix dreimal in den Rücken geschossen. Wow. Sturm ist da! Achtung! Das Schiff wird das Dock besten lassen wie Balsaholz. Spring auf das Boot! Los jetzt!
Sogar die Taxis in der Zukunft sind cool. Ja. Hey, wir haben ein wichtiges Meeting. Ja. Wir werden direkt im Konferenzraum abgesetzt. Ich glaube, hier steigen wir aus. Hui! Erstmal rollen. Erstmal rollen. Das lief letztes Mal überhaupt nicht flüssig. Aber jetzt ging's zum Glück. Kane, wir nähern uns der Kommandozentrale. Melden uns wieder, wenn wir aufgeräumt haben. Macht besser schnell. Hier gibt's bestimmt auch irgendwas zusammen. Ja, aber hier ja, hat man... Ja, du hast... Ja, der NPC schiebt mich weg. Wir müssen dem einen Riegel vorschieben. Ja. Verstanden. Ja, ich seh's. Kinderspielzeug. Kann man hier nochmal auftauchen zum Luft holen? Ja, hier, nein. Oder? Nein. Und dann verrecke ich hier unten wahrscheinlich. Aber der Sauerstoff hebt doch noch Stunden. Müssen wir lang. Ach, hier. Durch das Fenster. Ah ja, da ist er schon der Ausgang. Mein Spürsinn, ne? Ja. Der Sauerstoff, und da fängt schon an zu stöhnen. Ja. Tja, ist halt anstrengend, ne? Mhm. Taktikmodus. Der ist echt praktisch. Warum haben wir den letztes Mal nicht so intensiv genutzt? Also die Zeit. Sie greifen an! Schicke Glühwürmchen! Jupp, schicke Glühwürmchen. Ich brauch gar nichts mehr zum Freischalten, keine Fähigkeiten mehr, ne? Schirmchen und sowas. Die müsst du einsetzen an einer Waffenstation. Er kann noch, glaube ich, noch nicht. Die kriegst du jetzt nach den Missionen. Du kriegst mit den Missionen immer XP und so. Wie kriegst du denn deine... Sachen. Feinde oben und unten. Hast du eigentlich die Sachen freigeschaltet bei dir, Johannes, oder auch voll ausgerüstet? Die kannst du ja alle zweimal spielen. Ich hab sie bis jetzt erst alle mal freigeschalten und zum Teil noch hochgerüstet. Okay. So, haben wir es endlich. Yep. Weiß nicht, liegt hier noch irgendwo was rum? Ne, wir dachten... Ich habe auch nichts gesehen, vielleicht hier in diesem Raum, mal gucken. Ja, oder? Ja, da hinten, da ist was. Kriegsherrenhelm. Ich sag das siehst du nämlich nicht immer richtig. Da in der Ecke. Das. Granate! Sauber. Gehe in den zweiten Stock! Kane, wir beenden unsere Patrouille. Kriegsherr, in Deckung! Zurück! Hendrix, alles okay? Ja, ich hab ihn! Was zum Teufel? Wer schießt da? Alles okay da hinten? Agent Kane? Ich hatte doch gesagt, oben bleiben. Schien, als würde dir Hilfe brauchen. Und ihr wart so laut, dass sich jeder 54-I-Fußsoldat nur zu gern um euch gekümmert hätte. Entschuldigung. Wir müssen uns beeilen. Schalten wir ihre Kommunikation aus, bevor sie es bemerken. Mir nach. Nach dir? Also, alle nach mir.
Ja, zu Befehl, Chef. Abgeriegelt. Sie leiten ihre Kommunikation über ein zweites Relais. Kannst du es orten? Sekunde noch. Ich hab's. Von dort aus könnt ihr das Störprogramm hochladen. Wir treffen uns bei der Geheimstation. Klingt wie ein Plan. Bewegung. Munition ist eigentlich voll, ne? Ist doch egal. Es liegt kostenlos rum. Klar, nehmen wir's mit. Plop. Also, Kang, was tun wir, wenn wir die Geheimstation erreichen? Zuschlagen und ausräumen. Euer DNI macht euch Jungs zu wandelnden Datenträgern. Wir laden euch sämtliche Daten hoch und löschen dann alles. Was ist mit das möglichen Überlebenden? Den Fakten nach wurde die Station von der dominanten Militärkraft in dieser Region geplündert. Wahrscheinlich gibt es keine Überlebenden. Immer wieder E zum Messer. Es ist nicht mehr E. Schon lange nicht mehr. Ja, es wechselt immer. Kang, nähern uns dem Kommunikationsrelais. Es ist schwer verteidigt. Ich hab's wieder auf E umgestellt. Leuchtet bei euch der Boden auch manchmal so komisch? Bis jetzt nicht. Oh oh. Jungs, kommt zurück. Warum? Ich hab wieder was gefunden. Okay, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da hoch? Die Treppe, die Treppe. Moment, hier geht's auch hoch. Warte, du kletterst von innen hoch. Hier. Hier in die Decke. Ah, da. Da hoch? Nein, da kommt man nicht hoch. Nein. Dann nimm die Treppe. Die ist wo genau? Außen. Also. Hier. Kommt wieder hier zurück. Hier sagt mir viel. Achso, vorne raus dann, okay. Ja. Und da, wo ich draufstehe, ist die Treppe. Ah, die. Ja, und dann mit Anlauf rüber und da Taste drücken, wenn ihr die Kante mit eurem Wimmel bügelt. So. Patrick, alter Verschönheit. Ja, gut. Ja. Dich gut runtergeschubst, ne? Warte. Was ist denn das jetzt? Habt ihr schon? Nein, ich sehe noch nichts. Da. Ah, hier. Löwenfigur. Patrick, hier wo ich stehe. Hast du es gefunden? Ja, ja, ich hab's schon aufgenommen. Okay. Wieder drin. Siehst du mal, schon wieder was gefunden. Ja. Soll mal Strichliste führen. Na, lass mal. Was war das für ein hässliches Gerät? Das Relais ausschalten. Die Penner dürfen nicht mehr miteinander reden. Kang, bin ich dir gerade auf den Kopf gesprungen? Die Kommunikation wird ausgeschaltet. Ja, bist du. Wo bist du? Ich check die Geheimstation. Sie ist voller 54 Immortals. Sende neue Koordinaten auf euer Hub. Auf dem Weg. Sind wir fertig? Wir sind fertig. Es könnte jeden Moment alles einstürzen. Party. Achtung, Hendrix! Das Gebäude bricht zusammen! Das war so klar. Wo seid ihr? Hier ist die Tür. Entschuldige, ich fahre noch einmal Kunden. Vorsicht! Auf dem Grabstein soll doch nicht Scheiß Sturm stehen, oder? Das ist gut. Ja, das ist immer wieder witzig. Hier wäre echt geil, zusammen, wenn das draufstehen würde. Glaub nicht, dass hier noch ich glaube nicht, dass es so gut wäre. Warte, ist hier unten was? Ich würde sagen, nein. Oh. Und gleich werden wir die nächste Cutscene geportet. Meinst du?
Sie sind immer noch da. Links oder rechts? Mitnehmen, bevor der Sturm noch heftiger zuschlägt. Oh, links. Was sollen wir tun? Kann man auch oben bleiben? Ja, du bleibst. Ach nee, also links oder rechts die Seilrutsche runter. Greifen Sie an, bevor der Sturm kommt. Also rechts. Patrick hängt sich da einfach mit der Hand in die Luft und rutscht da dran runter. Voll gut. Feinde nähern sich! Direkt voraus! Ihre KRs müssen resetten! Schalten wir sie aus! Geht das? Geht das? Geht das? Ha, diesmal hat es an der Wand entlang laufen geklappt. Feindlicher Kriegsherr! Verstärkungen auf der Straße! Theoretisch müsste der hier jetzt jede Menge Ziele finden. Ja. Nein, natürlich ist das Magazin jetzt leer. Das war so klar. Wo ist der Kriegsherr? Er ist tot schon. Gibt's da drin was? Nope. Ist einfach nur ein leerer Raum, wo die Gegner dann rauskommen können. Wir sehen die Geheimstation. Okay. Finden wir heraus, womit wir es hier zu tun haben. Da habe ich auch nichts gesehen. Da gibt's auch nur den einen bisschen größeren Raum, wo man rein kann. Hier drin gab's, glaube ich, mal was. Hier drin gab's was. Hier, wo wir jetzt sind. Was ist denn hier passiert? Die Zukunft. Hatte es jemand eilig? Kane? Vielleicht 54 IKR-Explosionen. Die Türen wurden nicht von außen gesprengt, sondern von innen. Achtung! Kugelsichere Bildschirme, die Zukunft ist wunderbar. Wo geht's denn hier rein? Ach, hier. Du bist sowieso gleich bei uns, schätze ich mal. Da vorne ist was. Bereit machen. Ja, warte. Hörst du das? Voll in der Cutscene hochgegangen. Da drin ist jemand. Die Tür öffnen. Los! Kein Gewalteinsatz nötig. Manchmal langweilig. Muss man nur klopfen. Mach keiner auf. Das war jetzt lustig. Oh. Sie strömen über sie wie die Wellen eines blauen Ozeans. Lassen Sie sich ein. Mein Gott! Sich trösten. Denken Sie an einen ruhigen Ort. Denken Sie an einen sicheren Ort. Schalt den Scheiß ab! Was zur Hölle ist das, Kane? Ich suche gerade. Verwehrung der Wiedergeburt. Von einem Jay Zong. Vollstrecker der 54 Immortals. Es war eine Hinrichtungsmethode für ihre schlimmsten Feinde. Durchgeführt am lebenden Objekt. Oh nein. Gar nicht gut. Was? Ist noch was? Die Datenträger. Sie sind weg. Überwachungsvideos, Berichte, Befragungen, alles, was wir runterladen und löschen wollten. Lokale Kopie einer CIA-Geheimseite. Mit Tagesstand der weltweiten CIA-Aktivität. Wenn das rauskommt, dann fliegt jede CIA-Operation auf der ganzen Welt auf.
Und die Peilsender der Laufwerke? Die Biokuppeln. Das Herz der 54 Immortals und Heimat des Bruderschwester-Anführergespanns. Go Min und Go Julan. Also holen wir uns die Laufwerke und zahlen es ihnen heim. Ich glaube nicht, dass das die Immortals waren. Die Türen wurden von innen gesprengt. Sie haben gebohrt. Sie waren nie in diesem Raum. Aber wer war es dann? Ich meine, wer hatte sonst noch Zugang? Diese Station wurde zuletzt benutzt von einer Black Cyber Ops Einheit vom Winslow Abkommen. Das war John Taylors Team. Was? Du glaubst, sie sind verantwortlich für diese Morde? Keine beschissene Chance, Kane. Ich kenne doch Taylor. Er würde sich niemals gegen uns wenden. Vielleicht doch. So, das war die Mission. Und wie viel? Nicht mal ein halbes Level. Hätte man sich auch schenken können, ne? So, und wir sind wieder in unserer Basis. Wo ist der Rest? Wo sind die anderen beiden? Jungs, seid ihr noch da? Bin da, ja. Was mit Patrick? Keine Ahnung. Was ich dich fragen wollte. Kane denkt, dass Taylor hinter dem Angriff auf die Geheimstation steckt. Müsste sein DNA Kinderspielzeug. Genauen Standort verraten. Genau, das könnte ich ja auch mal zeigen. Kane sagt, sie sind abgetaucht. Irgendwie müssen sie ihre DNI-Verfolgung abgeschaltet haben. Also ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, unser Verbindungsoffizier verheimlicht uns was. So, die kann man hier nämlich aufstellen. Hey, Johannes? Ja? Ich glaube, du bist nur paranoid. Ich bin unterwegs. Ihre Akte gelesen. Sie hat heftige Einsätze mitgemacht, schlimme Situationen. Überlebt. Ich denke, sie meint es ehrlich. Können wir mal aufhören zu reden? Ja, Bio-Eindämmungskanister neben der Shisha. Ist gut, ne? Macht einen guten Eindruck. Auf jeden Fall. Hey, Patrick ist auch wieder da. Ja, schon die ganze Zeit. Ich stand die ganze Zeit hinter dir. Ja, aber du hast aber nichts gesagt. Doch, hab ich. Die ganze... Nein. Und da ist er wieder weg. So, wollen wir an dieser Stelle nochmal einen Schnitt machen und sagen... Danke fürs Zuschauen. Jo, können wir machen. Alles klar, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis dahin, tschüss. Ciao. Und Patrick schweigt. Sag doch die ganze Zeit was. Nein, das kommt nicht an. Okay, Leute, tschüss.